Guten Morgen, Freunde der Sonne. Donnerstag, Vormittag, sehr früh. Es ist jetzt 16:30. Und du denkst wahrscheinlich, wow, ist Marc mal früh aufgestanden? Ich war noch nicht mal im Bett. Das Ding ist nämlich, dass ich die letzten paar Tage jeden Tag später ins Bett gegangen bin und jetzt bei einer Uhrzeit bin, die irgendwie 5, 6 Uhr morgens ist, und ich ins Bett gehe. Was ich dann mache, wenn ich so lange wach bin, alleine zu Hause, Videos schneiden, an der Dokumentation arbeiten, Sachen für neues Media organisieren, Uni-Zeugs und Bewerbung für Studentenjobs in Hannover zum Beispiel. Nach Wolfsburg gefahren bin ich heute auch nur, weil es sein kann, dass heute um 14 Uhr eine Homepage-Besprechung ist. Ich hatte da eine E-Mail rausgeschickt letzte Woche mit einer Terminanfrage, die Leute haben nicht geantwortet. Jetzt habe ich aber gehört, dass es wohl doch so ist, dass sie davon ausgehen, dass es heute ist, obwohl mir keiner einen Termin bestätigt hat. Und da habe ich gedacht, fahre ich früh, damit kein Stau ist oder irgendeine Scheiße. Dann nehme ich den heute hoffentlich wahr, ist ja um eine unchristliche Uhrzeit, 14 Uhr. Mal sehen, ob ich das schaffe. Mit dem Aufstehen hat jetzt so mittelgut geklappt, sag ich mal. Ich war natürlich schon wach um 12, um das mit dem Termin zu klären. Hat nicht stattgefunden, habe keinen erreicht am Telefon. Aber bin dann natürlich wieder eingepennt. Das Geile ist, dass ich gerade meine E-Mails geguckt habe. Ich habe eine E-Mail von John Gomm. Das ist der hier. Richtig, richtig krasser Gitarrist. Weltbekannt inzwischen. Dem habe ich jetzt bestimmt schon 10 E-Mails geschrieben, Instagram, Twitter, alles. Und gestern Nacht um 3 habe ich gedacht, schreibe ich ihm halt nochmal, zum 11. Mal sozusagen, also wirklich zum 11. Mal. Und heute hat er dann nochmal zurückgeschrieben und er hat Bock mit uns zusammenzuarbeiten. Hey Junge, oh geil, hast du gelesen, ne? Was der zurückgeschrieben hat? Ohne Witz, Junge, ich schwöre, ich habe geguckt, ich habe dem 11 E-Mails geschrieben, ne? Du siehst, dass er ein bisschen skeptisch ist, ne? Immer noch. Halt, ist aber okay, weil er hat schon mal zugesagt, dass das klar geht. Das heißt, wir können eigentlich alles machen, haben auf jeden Fall einen Einstieg. Also, wo die fette Referenz. Freut mich, Alter, richtig geil. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der hat gerade so ein, sozusagen so eine Challenge oder sowas draußen, dass du irgendwie so Hardware und Mikrofon im Wert von 750 Euro gewinnen kannst, wenn du seinen Song nachspielst, den letzten, der rausgehauen hat. Schafft wahrscheinlich irgend so ein Chinese in 2 Tagen. Genau, das habe ich ja auch geschrieben in der E-Mail. Ich würde einfach gucken, so viel Footage wie möglich, verschiedene Ideen halt probieren. Das mit den Fragen, den Tag sozusagen vloggen und dokumentieren. Beim Auftritt ein paar Songs definitiv filmen einfach. Nach der Show noch was machen und das Q&A. Podcast hat ihn auch erst überlegt zu fragen, aber es geht halt zu weit. Das kann man dann wann anders nochmal machen. Aber das sind so die Sachen. Wenn wir das alles machen, haben wir am Ende auf jeden Fall 2 bis 3 Produkte sozusagen oder Videoformate, die wir nutzen können und ihm geben können. Und bis am 6.2. Ne? Zum Glück ist es abends, dann müssen wir nicht früh aufstehen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Muss halt auch reinziehen, die erste E-Mail, die ich ihm geschrieben habe, ne? Nachdem wir auf Instagram schon über alles gequatscht hatten, wo er schon zugesagt hatte, am 22. März, ne? Und jetzt ist November. November und das Ding ist im Februar. Das heißt, es hat ein Jahr gedauert fast, um das Ding zu machen und irgendwie 11 E-Mails und Twitter-Kommentare und Instagram und so. Witzig, Alter. Ich habe halt auch die ganze Zeit versucht, ihn nicht zu nerven. Das ist nämlich das Wichtige, wenn du den Leuten irgendwie schreibst und halt geguckt, dass wir ihm praktisch, also wir ihm helfen. Ich meine, wir wollen das gerne machen, aber eigentlich geht es ja darum, damit, dass er am Ende was hat. Er hat eigentlich grundsätzlich kein Interesse mit uns das zu machen, so erstmal. Ja, und so kann es sein, dass bei so einem Projekten einfach mal fast ein Jahr dauert, bis sowas dann zustande kommt. Und wäre ich da jetzt nicht dran geblieben, wäre es wahrscheinlich nie passiert. Echt krass, ey.